Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge Satinas Ketten. Wir sind hier immer noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie die Nuri hier, die Fee, unsere Fee hier, die Macht des Feentors hier mitnehmen kann zum Rest der Welt und irgendwie mag mir da noch nicht recht eine Idee kommen. Ach, brüchige Stelle. Der Stein ist ganz feucht. Wenn ich die Bruchstelle etwas vertiefe, komme ich vielleicht an das Wasser. Wer auch immer dieses Feentor verschlossen hat, war nicht gerade zimperlich. Ja, es scheint so. Brüchige Stelle? So wird das nichts. Wieso, du kannst doch zerdeppern und das ist brüchig, also, ja gut. Hammer. Ja, schön, jetzt habe ich einen Ganz Rinnsal. im Innern glitzert es magisch. Ich darf dieses Feenwasser auf keinen Fall berühren. Ja, dann lässt du das am besten bleiben, Niete. Wozu denn? Dann halt nicht. Besser nicht. Dann halt nicht, meine Güte. Ja gut, ich gehe mal in die Stadt zurück. Vielleicht kann ich da ja irgendwas machen, was mir hilft, aber mit dem Zeug hier habe ich jetzt so nämlich keine Idee, was. Nein, bitte bleib hier. Ich habe doch so selten Besuch. Also schön. Was ich machen soll, wollte ich gerade sagen, aber ich lasse mal hier Raus den mit dir. Igel frei, genau. Und jetzt nehmen wir mal die Schnecke. Okay, nehmen nicht die Schnecke, nehmen den ganzen Käfig. Ach, jetzt haben wir das Schneckenhaus. So, okay. Dann war das also. Okay, ich verstehe. Gut, aber womit verschließe ich das Haus jetzt? So, jetzt haben wir nämlich das magische Wasser in dem Schneckenhaus. Wie gesagt, ich spiele das Spiel so ein bisschen halbblind, wie ich ja schon mal erwähnte. Dementsprechend wusste ich noch so in etwa, worauf es hinausläuft. Schneckenhaus mit Quellwasser. Interessant. Die Eiche verschließt das Schneckenhaus wie ein Pfropfen. Ich sollte sie trotzdem noch irgendwie befestigen. Ja, einen Pfropfen haben wir ja auch bei The Whispered World schon mal gebraucht. Da war es dann die versteinerte Mütze. Aber jetzt müssen wir das Ganze noch befestigen. Wie wäre es mit Lederbändern? So, jetzt haben wir eine Schneckenhauskette. Ein Füllhornmedaillon. Ja, gibt es mal zu Nuri. Schau, was ich dir gebastelt habe. Du hast Yorka die Schnecke an ein Lederband gebunden? Nein, schau. Das Schneckenhaus ist mit dem Quellwasser vom Feentor gefüllt. Jetzt kannst du mich begleiten. Wirklich? Versuch es. Bestens. Dann los. Du musst mir alles zeigen. Wohin gehen wir als erstes? Wir müssen nach Andergast. Ist das deine Heimat? Das kann man so sagen. Wo lang? Hier lang. Warte. Erst fragt sie und dann geht sie einfach voraus. Das ist ja super. Ach, und ich erinnere mich. Schau, Geron, ein prächtiger Vogel. Die Plage wird immer schlimmer. Komm, dort ist das Stadttor. Ich will ihm nur guten Tag sagen. Diesem zerzausten schwarzen Hexentier? Sagt der hässliche, bleiche Schweinefresser. Guten Tag, Rabe. Ich rate euch, meidet die Stadt. Was sagt ihr da? Zwei finstere Gestalten sind durch die Tore geschlichen. Sie suchen deine Feenfreundin. Wer sagt, dass sie eine Fee ist? Ich bin eine Fee. Sie lügt. Wieso kannst du überhaupt sprechen? Und woher weißt du das alles? Ich beging einst einen großen Fehler. Daraufhin straften mich die Götter mit dem Geist eines Menschen. Vögel begehen keine Fehler. Vögel machen einfach, was sie eben so machen. Du meinst, wie die Krähen in dieser Stadt? Warum erzählst du uns nicht etwas Lustiges? Bleib weg von ihm, Nuri. Etwas stimmt hier nicht. Aber alle Tiere können sprechen, Geron. Unwichtig. Komm. Bei mir und Gwendling bist du sicher. Ja, der entsprechende Rabe, auch das kommt uns doch bekannt vor, Wieso ist dass. die Tür offen? Hier wohnst du? Etwas stimmt hier nicht. Wie das hier aussieht.
Ist das Blut? Bei den Göttern. Jemand ist hier. Die Fee. Ich muss sie verstecken. Ja, was ich sagen wollte, entsprechenden Raben hatten wir ja auch schon mal bei, bei The Night of the Rabbit. Ziemlich am Ende war es, glaube ich. Ja, doch, müsste am Ende gewesen sein. Ziemlich am Ende, ja, genau. Nuri, schau mal. Hier ist es spannend. Und, Ist das eine Höhle? Ja, warte so lange drin, bis du ein helles Licht siehst. Wer ist denn hier? Hallo. Ich bin Nuri Darinella Wanda. Aber Geron nennt mich Nuri. Ich muss endlich wissen, was hier passiert. Ja, genau. Auf jeden Fall. Und Dedelic macht ja sowieso gerne mal so leichte, dezente Verweise auch auf andere Spiele. Wobei das jetzt hier keine so offensichtlichen Verweise waren. Aber man kann durchaus Gemeinsamkeiten erkennen. Ich gehe jetzt mal hoch. Was ist hier geschehen? Und jetzt sind wir am Trailer angekommen. Wer hat dir das angetan? Der Seher. Er ist zurück. Beweg dich nicht. Ich bin bei dir. Er hat seine Kreaturen nach mir gesandt, die Fee. Du musst sie... Sie haben... Gwendling? Gwendling, bleib hier! Ja, dem armen Tropf wurden die Augen rausgerissen. Nicht schön. Wer hat dir das angetan? Was wollten die Angreifer von dir? Der alte Feenforscher. Er ist der Nächste. Was wollen sie von der Fee? Er braucht sie, aber er darf sie nicht bekommen. Welcher Feenforscher? Oh. Bitte, stirb nicht. Nicht jetzt. Er hat uns begleitet. Damals, vor 13 Jahren. Er hat das Tor versiegelt. Das Tor zur Feenwelt. Wo ist er jetzt? Alles umsonst. Wo ist der Feenforscher? In den Blut. Zinnen am Roten See. Er ist im Orkland? Es ist alles zu spät. Die drei Ereignisse spitzen sich dramatisch zu. Was hast du ihnen erzählt? Blut habe ich ihnen entgegengespuckt. Was geschieht jetzt mit der Fee? Es gibt nur einen Weg. Welchen? Du musst sie töten. Nur so kann der Seher aufgehalten werden. Was? Nein, ich bin kein Mörder. Dann wird Andergast untergehen. So viel zu Geron wird euch großes Unglück bringen. Aber wir können sie doch nicht einfach umbringen. Ich kann die Fee nicht töten. Du musst es tun. Es muss doch einen anderen Weg geben. Sei kein Narr. Seine Macht liegt jenseits deiner Vorstellungskraft. Gwendling? Nein. Ich kann sie hören. Die schwarzen Schwingen. Nein! Was mache ich jetzt nur? Ich kann die Fee nicht töten. Ich kann noch nicht einmal darüber nachdenken. Es muss einen anderen Weg geben. Der Feenforscher. Der rote See in den Blutzinnen. Der König kann seine Ritter dorthin schicken. Sie werden wissen, wie man den Seher besiegt. Ich muss nur zur Burg und sie warnen und alles wird wieder gut. Da ist die Hexe. Schau dir nicht in die Augen. Hexe. Auf den Scheiterhaufen mit ihr! Na, auf den Scheiterhaufen mit ihr. Nuri! Oh oh. Dieser Mob sieht wütend aus. Ich glaube, denen steht der Sinn nicht nach Verhandlungen.
Sie werden die Fee verbrennen. Als hätte ich nicht schon genug am Hals. Wie bekomme ich sie da jetzt runter? Nuri! Geron, deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Ach, eigentlich sollte ich also da oben rechts stehen. Interessant, deswegen dreht die sich auch darüber. Gut, meinetwegen. Was hast du angestellt? Du solltest doch im Zimmer bleiben. Mir war langweilig. Da bin ich rausgelaufen. Ich wollte deine Stadt sehen. Auf dem großen Platz waren alle Tiere eingesperrt. Sie taten mir so leid. Also hast du die Käfige geöffnet? Ja, aber dann bin ich gestolpert. Und es hat furchtbar gescheppert. All die Schüsseln und... Warum bist du nicht im Schrank geblieben? Ich wollte doch nichts Böses. Frag den Raben. Er hat alles gesehen. Wie bist du da überhaupt hinaufgekommen? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte Angst vor deinen Menschen. Und plötzlich war ich hier oben. Aber jetzt komme ich nicht mehr runter. Das sind nicht meine Menschen. Ja, ungünstig. Was haben wir denn so? Flöte? Das macht sie nur wütender. Ach, ich habe eine Idee. Aber dazu muss ich erstmal hier zurück. Twinling links liegen lassen. Und, Deine Fee ist in Gefahr, Nachthaar. Du schon wieder. Ein Mob hat sich versammelt. Sie soll brennen, wie eine Hexe. Hilf ihr, bevor es zu spät ist. Schöner Rabe übrigens, so wie alles in diesem Spiel hier. Was hat die Fee angestellt? Sie ist abgehauen und hat die Tiere befreit. Alles ist in Aufruhr geraten. Um ein Haar hätten sie deine Freundin erwischt. Aber sie hat sich auf die Mauer gerettet. Wieso hilfst du nicht? Ich bin ein Rabe. Was kann ich schon tun? Klug daherschwatzen und dunkle Drohungen ausrufen. Ihr Biester bringt doch nur Unglück. Sehr hilfreich. Und jetzt hol sie von der Mauer, bevor es zu spät ist. Ist euch gerade aufgefallen, wie beim Auge sogar der Gesichtsausdruck von dem Raben entsprechend der Stimmung geändert wurde? Das ist genial. Also das so detailliert und schön hinzubekommen, das ist genial. Warum wollen sie Nuri verbrennen wie eine Hexe? Das kam, als sie in den Stall mit den Tonschüsseln fiel. Sie hat einen fürchterlichen Radau gemacht und als alle zu ihr hersahen, zauberte sie das ganze Chaos wieder ganz. Sie kann Dinge wieder heil zaubern? Ja, ganz wie eine Hexe. Und ein Scheiterhaufen ist hier schnell gebaut. Ich muss sie retten. Und Ende. Ich denke mir was aus. Du halte still. Mach schon. So, der Microsoft spielt also gerade Counter-Strike. Ja, gut. Dann wünsche ich dem Microsoft hier viel Spaß. Zu fest verkeilt. Habe ich nicht einen Hammer? Ich hatte doch gerade noch einen Hammer. Mit bloßer Kraft bringe ich die Fässer nicht zum Rollen. Schon gar nicht, solange sie befestigt sind. Okay, dann muss ich also vielleicht noch oben was machen. Das Seil. Mit bloßen Händen? Wirst du es niemals lösen. Okay, dann hau drauf. Ach nein. Wie nein? Wird doch nichts. Was heißt, da wird doch nichts? Junge. Da muss doch was gehen. Das Seil ist viel zu dick. Ernsthaft. Auf der brüchigen Mauer kann die Fee unmöglich bis zum Lagerhaus klettern. Wie zum Namenlosen ist sie da hinaufgekommen? Kann ich nochmal mit ihr reden? Nuri! Geron, deine Menschen sind alle wütend auf mich. Ich habe Angst, dass sie mir etwas tun. Kannst du richtig zaubern, Nuri? Und kaputte Dinge wieder heil machen? Meist schon. Heilen machen ist ganz leicht. Ja, dann ergänzen wir uns hier prima. Zurück. Keine Sorge. Bitte, Geron, mach schnell. Dann ergänzt sie uns ja prima. Wir machen kaputt, sie macht wieder heil. Wir machen wieder kaputt, sie macht wieder heil. Ja, perfekt. Rabe, kannst du mal das Seil durchpicken?
Rabe? Rabe! Deine Fee ist in Gefahr. Du schon. Ein Mob, hilf ihr! Kannst du nicht. Okay, kannst du nicht. Gut, dann würde ich sagen, war's das an dieser Stelle erstmal von Let's Play Satinas Ketten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an dieser Folge. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich wieder sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play das schwarze Auge Satinas Ketten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.